Guten Morgen, guten Mittag und wie hier und dir einen wunderschönen guten Abend, meine Freunde. Mein Name ist Jack von Jack in the Game und willkommen zu Frostpunk 2. Wie wir aufgehört haben, wir sind im zweiten Kapitel Ambition angelangt und werden jetzt den Frost bekämpfen. Wir müssen langsam anfangen, die Kohleminen abzubauen, aber erst einmal die Forschung. Und zwar geht es darum, dass wir Kohleverflüsserer, Schmelze tiefer vorkommen, Generatorverbesserung, genau. So, Generatorölpumpen. Im Generator war das Öl generiert etwas Elend. Ah, ist gut, nochmal ruhig. Hast du bereits erforscht? Okay, gut. Nevermind. Tiefpumpen, was können wir da machen? Ölproduktion. Oh! Oh, es gibt sogar zwei verschiedene. Okay. Krankheit steigt, Elend steigt leicht. Da würde ich eher sagen, wir nehmen, ja, wir nehmen die hydraulische Öl-Tiefpumpe. Super. Gut. Wo ist das Forschungszentrum? Das ist dann hier. Wenn ich es jetzt gerade finden könnte. Ey, Wohnkomplex ist auf der anderen Seite. Da. Perfekt, wir treten die Forschung an. Schwach. Der Eifer sinkt. Wir treiben ein paar Mittel auf. Wir brauchen keine weiteren Mittel hier. Wir brauchen aber Wohnräume. Und eigentlich auch mehr Materialien. Das heißt, wir machen mal hier, das brauchen wir auch noch, nämlich. Und das Programm, was brauchen wir da? Brauchen wir Tiefenschmelzbohrer. Okay. Okay, okay, okay. Kurz rüber zu halten, Dreadnought. Das ist noch alles ganz gut, außer die Wohnräume und die Baumaterialien. Muss ich mal kurz gucken, kann ich irgendwie noch Baumaterialien rüberschicken? Perfekt. Super, Ressourcen schicken. Und dann könnte ich nämlich in Ruhe hier anfangen, einen Wohnkomplex zu bauen und dann noch einen hier drüben. Super. Dann gehe ich wieder rüber nach Neu-London. Halt! Auf die Weltkarte. Sieh einer mal an. Da haben wir schon ein bisschen mehr zu bedecken. Verdoppelt das grundlegende Forschungstempo. Nice. Nahrungsvorrat. Krankheit steigt deutlich. Ha. 75.000 Nahrungsvorrat. Ich würde das mitnehmen wollen. Mir ganz ehrlich. Warte mal halt. Ein Fischtrawler mit vollem Fang ist im Eis eingeschlossen. Ein Logbuch im Laderaum deutet darauf hin, dass das Schiff ursprünglich aus einem Ort namens Kanada stammt. Ein Ort namens Kanada. Das ist ein Land, aber gut. Aber wir haben keine Ahnung, wo es seitdem war. Wir brachten den Fang nach Neu-London zurück. Herrlich. Ausgestoßene Nomaden. Holen wir später. Ich schicke mal eine Expedition rüber. Die Kohle brauchen wir bald gar nicht mehr dann. Aber, pst, sagen wir nicht zu laut. Hier drüben könnte ich den neuen Förderbezirk bauen. Super.
Okay, sehr schön. Gut, und dann, Überschuss. Okay, alles super. Wie viel Kohlevorrat haben wir? Mehr als genug. Wir haben noch mehr als 66 Wochen Zeit. Flucht vor der Schinderei. Genesungskrankenhaus. Oberhaupt. Einige medizinische Fachkräfte sind besorgt, dass mehr und mehr Patienten und Patienten Krankenhäuser missbrauchen. Dass sich Leute im Krankenhaus erholen können, ist eine gute Sache, keine Frage. Erstens nicht schaden und so weiter. Aber einige nutzen die Gegebenheit aus, sagt eine besorgte Ärztin, und dabei wird die Warteliste immer länger. Patienten und Patienten sollen früh entlassen werden können, um den Missbrauch vorzubeugen. Was soll man tun? Ah, ja, gute Frage. Komm, schnell raus. Wir schmeißen die mal schneller raus hier. Wir können neue Gesetze, glaube ich, machen, oder? Aber irgendwas, was wir ändern können hier in der Stadt? Nicht so wirklich. Wir könnten Miliz des Oberhaupts, schalte die Ganzschlussaktion für Miliz des Oberhauptes Anwerben frei, um die Anzahl an zu erhöhen. Nice. Nimm ich. Vorschlagen? Na komm, abstimmen. Ach du Scheiße, ich brauch 67 Stimmen? Das war knapp. Nichts überhaupt ist verabschiedet. Dankeschön dafür. So, ich könnte eigentlich das nebenbei einen neuen Wohnbezirk bauen. Super. Und dann einen neuen Industriebezirk. Kurz gucken, kann ich einen neuen Industriebezirk bauen? Nee, muss ich dann ehrlich gesagt sogar ein bisschen mehr Platz hier haben. So. Perfekt. 180 tödliche Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Nicht gut. Tiefschmelzbohrer. Ehen stärkt leicht. Tiefenvorkommen, die praktisch unbegrenzt sind. Was haben wir hier? Abzeichen der Schande, keine Ansteckungsprävention. Überhaupt, jetzt, da wir die Verbreitung von Krankheiten gerade unter Kontrolle gebracht haben, werden sich immer mehr Einwohner gegen grundlose Ansteckungsabzeichen tragen zu müssen. Sicher, ich habe den Tripper, aber den kriegt doch keiner, nur weil er mit mir redet. Hat sich jemand beschwert. Aber mit diesem Scheißding an der Jacke bannen mich alle, als hätte ich die Pest. Ey, Bruder, ich habe den Tripper, aber hey. Du kannst mit mir immer noch reden. Gott. Oh, das Spiel macht dich fertig. Eine gemischte Koalition verschiedener Ratsmitglieder stimmt den Beschwerden zu und hat ein neues Gesetz entworfen, das die Regelungen in der Ansteckungsproblematik vollkommen aufheben würde. Das Gesetz keine Ansteckungsprävention steht jetzt im Rat zur Verfügung. Ich verstehe. Danke dafür. Gut, das lerne ich ja gerade, ist ja auch super. Wo könnten wir denn den Turm eigentlich bauen? Wohnbezirk. Schnippeln wir noch ein. Dann warten wir noch ein bisschen.
Das rate ich mal ab. Das bauen wir weiter aus. So. Dann Tiefenschmelzbohrer. Aber wo kann ich denn bauen? Weil hier sehe ich jetzt gar nicht wirklich irgendwie Öl. Schmelze tiefer vorkommen, baue einen tiefen Schmelzbohrer. Erforsche, konstruiere Generator überschüssige Injektoren. Na gut, machen wir erstmal kurz mal wohnen. Den Patrouillenwachturm, den bauen wir dann mal hier an. Verschont ein Robbenbaby. Tut mir leid, Kleines, ich musste dir deine Mutter nehmen, ihre Zeit wäre gekommen, aber du bist noch zu klein für meinen Stapel. Es wäre eine Schande, dir für so wenig Fleisch dein Leben zu rauben. Los, zurück ins Wasser mit dir, eines Tages werden wir uns wiedersehen. Ich werde deine Kinder verschonen, so wie dich heute. Die Stadt hat Schritte in Richtung des Grundsteins Anpassung unternommen. Ah, das ist doch schön. Wir könnten jetzt neue Gesetze machen, ne? Ja, könnten wir. Nee, mach ich nicht. Mach ich auch nicht. Ich gehe weiter Richtung Ausnahmezustand oder doch, auf den Ausnahmezustand. Vorschlagen. Ah, komm, versuchen wir mal. Wir brauchen, glaube ich, 70, ne? 67, siehst du? Das war knapp. Das heißt also, wir können jetzt oder weitere Regierungen ist nun stärker zentralisiert. Okay. Notfallratssitzung ruft einer Notfallratssitzung ins Gebäude. Der Rat versammelt sich auf die Stelle. Die Beziehung zu allen wird geschlechtert. Ausnahmezustand. Okay. Super. Das war das Tiefenvorkommen. Wie sieht es denn mit Nahrungsenergieeffizienz? Machen wir eine fortschrittliche. Eine fortschrittliche Tiefenmine. Eine Tiefenpumpe. Auch mehr Arbeitskräfte finden auf. Ich brauche deutlichst mehr Arbeitskräfte. Hierher, Frostländer. Komm zum Papa. Was Neues hier entdeckt? Man braucht noch ein bisschen, okay. Ja. Ich habe neue Arbeit, das ist gut. Förderung. Ja, wo ist denn dann die? Nicht hier, warte mal halt. Ah! Ja, okay, gut, ich weiß, wo ich hin muss. Nochmal Arbeitskraft hinschicken, Bergsteiger hinschicken.
Funktioniert das Hauptquartier der Späher? Wir holen mal, ja, wir schicken nochmal Arbeit darüber. Und dann, wo kriege ich denn das Öl her? Verfluchten Kerne. Immer den verfluchten Kerne mit. Was stand da nochmal? Der verfluchte Kreis aus seltsamen Maschinen verschwindet langsam im Schnee. Unsere Späher weigern sich, dem Ort zu nähern, denn in jede Maschine ist der Satz, lasst alle Hoffnung fahren, eingeritzt. Nett. Moosbedeckte Höhle? Nahrungsmittel. Brauchen wir aber nicht. Da habe ich keine Späher für gerade. Und die Übertriebenen holen wir mal jetzt hier hinzu. Super. Restauriert ein Gemälde aus dem alten London. Wir werden unsere Geschichte nicht verlieren. All das Wissen, die Literatur, die Kunst, all das wird uns mit uns leben. Mit unserer Vergangenheit als Grundpfeiler können wir auf den Schultern der Großen stehen, die uns vorangegangen sind. Wir können auf den Bau aufbauen, was sie geleistet haben. Unsere Geschichte muss uns nicht belasten. Sie kann uns den Schub vorangeben. Sie kann ein Fundament sein. Die Stadt hat Schritte in Richtung des Grundsteins Tradition unternommen. Das ist doch schön. So. Zentral, wir bauen mal die Ölpumpe an. Dann brauchen wir den Tiefenschmelzbohrer. Wo baust du den bitte an? Ich habe hier nirgendwo was, oder? Ich habe einfach wirklich nichts hier, was ich so abbauen kann halt. Okay. Die ist schon mal leer. Das heißt, ich muss eigentlich gucken, dass ich nochmal Dingens mache. Ein Rasch Haus finde. Super. Und dann baue ich jetzt so gesehen hier einen Logistikbezirk wieder auf. Ja, das ist eine Eisenmine. Och Gott, ich habe das Falsche genommen. So, irgendwie hier noch irgendwo was. Hier ist einfach gar nichts zum Abbauen. Kein einziges Stück. Kein einziges Stück an. An Öl. Glaubenshüter. Straßengebete. Kundgebung der Glaubenshüter. Oberhaupt, die Glaubenshüter, die sich der Vision verschrieben haben, den Generator zu verbessern und ein warmes Utopia zu errichten, versammeln die Einwohner zum Straßengebet. Horcht, die ihr noch Mut habt, rufen ihre Prediger. Auf die Worte des Captains. Tag 5, Strophe 3. Der Generator wärmt unsere Haut, doch der Glaube wärmt unsere Herzen. Brüder und Schwestern, wir werden ein warmes Paradies erschaffen. Ihre Gebete ermuntern alle Zuhörer, sich stärker für das Wohl der Stadt einzusetzen. Sollen wir etwas Bestimmtes verkünden? Ja, mehr freiwillige Arbeitskräfte? The Faith Keepers celebrate the steward leadership in street
Gut, Dankeschön. Dann Logistik, ein. So. Fertig bauen. Oh, bauen wir Schiffe hier? Ah, okay, doch nicht. Das sind nur Häuser. Wollte schon fast meinen, dass das aussah wie Schiffe. Warte mal, das ist ein Event. Oh. Not bad. Das ist die Kundgebung gewesen. Okay, gut. Forschung. Generatorverbesserung 2. Überschussinjektoren. Zufuhrmechanismen, die überschüssige Wärme an andere Bezirke und Anlagen verteilen, um deren Effizienz zu erhöhen. Stadtgenerator Wärmeüberschuss. Forschen. Krankheit nicht vorhanden, Kälte gering, Elend gering, Qualität gering, Hunger nicht vorhanden. Es sind nur die Wohnräume gerade das Problem. Und das werde ich ja eh gleich ausbessern. Das heißt, ich müsste insgesamt dreimal diese Bezirke bauen. Was ich auch nicht so direkt kann eigentlich. Obwohl, ja, doch, das kann ich. Alles gut. Super. Eine positive Produktion eigentlich. Können wir denn diese Produktion ein bisschen steigern? Question mark? Gut. Dann in Ruhe machen lassen. Ich habe 55 jetzt zur Erkundung. Das heißt jetzt, Kerne, Bauteil, Frostlandbewohner. Ich muss nach Öl suchen hier. Gefrorener Ozean. Viele Späher werden sterben. Nee, auch nicht. Berge. Wo zum Kuckuck noch eins? War mal ganz ehrlich gefragt jetzt mal hier. Wo zum Kuckuck noch eins? Kann ich denn bitte jetzt Öl abbauen? Also wirklich Sinn ergibt es dann hier auch nicht so. So, da unten kann ich auch noch was machen. Mache ich auch gleich sofort. Eisbrecher. Kann ich leisten, den brauchen Marken. Brauchen wir Eismarken für? Oder waren wir Marken, nicht Eismarken? Ah, passt schon so. 385, 66 Marken passt locker. So, der Bezirk muss leider auch weg. Neun Millionen. Da ist aber, guck mal hier, das ist ein Vorkommen mit Materialien.
Da würde ich sogar gezielt sagen. Heidi ho. So. Dann gehe ich hier rüber. Machen wir mal fertig hier. Okay, Tiefenschmelzbohrer passt nicht. Ach, das kommt dann dahin. Ah. Okay. Jetzt habe ich's. Das kommt dann hier auf die Vorkommen. Makes sense. Wunderschön. Das heißt, jetzt kann ich im Grunde das Öl rüberschicken, ne? Ein Großteil des Öls. Super. Soweit okay, ich brauche nur mehr Arbeiter hier. Sehr schön. Ich brauche nochmal 594 Arbeiter mehr. Aber die kommen auch schon gleich. Gutes rächt sich. Patrouillenwachturm. Oberhaupt, ein Wachturmwächter soll eine Disziplinarstrafe erhalten, weil er keine kranke Seniorin ins Krankenhaus gebracht und dafür seinen Posten verlassen hat. Aber da eine, nicht keine. Okay. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt, weil es aus Miss Weatherbys Küche sonst immer nach Hafer duftet. Als ich nach ihr sah, fand ich sie bewusstlos auf dem Boden, erklärte Sergeant Zavalas. Sein Vorgesetzter ist selbstverständlich verärgert. Ist ja schön und gut, aber während Zavalas Sanitäter gespielt hat, wurden im Bezirk zwei Raubüberfälle verübt. Er fordert die Entlassung von Zavalas für das Verlassen seines Postens. Wie stehst du dazu? Zavalas, ich weiß, du bist ein guter Mensch, Bruder, aber wir haben keine Spannung gerade. Von daher sehe ich keinen Grund, die Produktion der Wachtürme zu verringern, nur weil du meinst, Heilige Samariter zu spielen. Zavalas, ich erkenne dir den Rang des Wachtmeisters ab. Du wirst Latrinen putzen, bis du erfrierst oder erbrichst oder beides gleichzeitig. Weggetreten. So. Das ist jetzt frei, das heißt, ich könnte jetzt hier einen Förderbezug bauen. Perfekt. Dann kann ich euch irgendwie noch was machen, damit ihr unterstützen. Sehr schön. Ich möchte auf einer guten Linie mit euch sein. Wir haben keine Spannung derzeit. Hier ist es wunderschön. Kann schon mal bauen. Wohnen, Nahrungsmittel, Zentren? Nee. Nope. Ich bin geforscht, ne? Ist nicht fertig. Braucht noch mit den Überschussinjektoren. Alles klar. Braucht noch ein Weilchen. Kurz darüber. Ich habe jetzt, glaube ich, genug Arbeitskraft für eine weitere Tiefpumpe. Und wir schicken mal. Na, keine Kohle. Ich schick mal so viel rüber. Aber warte mal, habe ich dich eingestellt, ne? Nein.
Wir schicken mal so um die 185 rüber an euch. So, noch einmal Kunden da drüben. Das richtige Werkzeug statt Entwicklungsmaßnahmen. Oberhaupt, einige unserer Freiwilligen im Ressourcenförderungsbereich verlangen bessere Werkzeuge. Das macht von vorne und hinten keinen Sinn, dass wir uns die Hände schwierig arbeiten, während die Maschinen oder auf Warten von jemandem bedient zu werden, sagt eine Freiwillige. Viele der Vollzeitförderarbeitskräfte stehen der Idee kritisch gegenüber. Man muss ausgebildet werden, um die Maschinen sicher zu bedienen zu können. Die Ausbildung haben diese Wochenendkräfte aber nicht, sagt ein Pressluftbohrexperte. Sollen wir die Freiwilligen das professionelle Werkzeug benutzen lassen? Ja, komm, lassen wir sie mal. Ich meine, es kann Opfer geben, aber der Zuwachs der Stadt ist ja eigentlich groß genug, dass wir es entgegenkommen können. Theoretisch. Ich kann das noch ein bisschen weiter hier ausbauen und dann mache ich noch hier Tiefschmelzer. Super. Wärmere Jahreszeit. Sexy. So. Könnte ich noch was weiteres einbauen, oder? Kann ich noch einen zweiten bauen? Nö. Ich kann aber noch eine... Nee, das kann ich bauen. Ja. Dann als nächstes würde ich dann in der Richtung was machen. Und zwar brauchen wir wieder die Eisbrecher. Und das Vorkommen da hinten nämlich. Währenddessen kann ich ein zentral zwei mehr Kerne. Ah, leck mich doch. Gut, das heißt warten. Ist ja alles kein Problem. Wo ist denn jetzt Entknüpfungstrupp los? Was gibt's denn hier? Ganz viele Türme. Hohe Türme stehen auf der Kuppe. Der ständige Wind und die umliegenden Gletscher verhindern weitere Erkundung. Unsere Spieler haben angemerkt, dass ein paar Tunnel nahe Tesla City in diese Richtung führen. Wir können eine Expedition ausrüsten und versuchen, dieses Gebiet von unten zu erreichen. Oh, Tesla City. Kennen wir doch. Schick mal rüber. Was haben wir hier? Pfade verbinden. Der Captain selbst bei dem Bau dieser Mine, als nur London langsam die Kohle ausging. Aber der hastig dorthin verlegte Pfad wurde von einem Schneesturm zerstört. Oh, das ist die eine Kohlemine außerhalb gewesen. Genau. Ein Außenpost an diesem Stand könnten unsere Vorräte um... Ah, brauchen wir nicht. Weil wir haben keine Dingens. Wir haben keine Kohle mehr. Wir brauchen keine Kohle mehr. So ist es gemeint. Wir brauchen ja Öl jetzt. Ich brauche die Kerne. Ich nehme die Kerne von den Automatonen. Unter dem Schnee liegt ein Konvoi aus Automatonen mit imperialer Flagge und angelaufenem Silberrumpfen. Die Maschinen scheinen aus dem Aschegebirge zu stammen, denn Speer gelang es, ihre letzten Befehle zu entziffern. Wenn niemand kommt, sucht der Überlebenden. Unsere Speer sind zuversichtlich, dass sie ein Automaton reparieren können, um sie in Neu-London einzusetzen. Falls nicht, könnten wir die Automatonkerne auch anderweitig verwenden. Wir nehmen die Kerne. Experimentelle Behandlung muss verabschiedet werden. Wir könnten die Kranken mitnehmen, aber Krankheit würde steigen. Nee. Die Menschen in diesen Jagdhütten sind von unverkennbaren Pocken überzogen. Sie behaupten, ihr Leiden mache sie kälteresistenter. Ja, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Da bin ich auf jeden Fall vorsichtig mit. Dann schicken wir noch eine Expedition hier rüber. Kundgebende Glaubenshüter schlagen Ideen vor. Kundgebungen. Oberhaupt, die Glaubenshüter haben ihre Kundgebung auf einen neuen Bezirk ausgeweitet. Bei der letzten Veranstaltung haben sie eine neue Idee in Bezug auf Arbeitsschichten vorgestellt.
Sie haben ein eigenes neues Gesetz entworfen, das Sie jetzt der Stadt vorstellen. Maschinenzentrische Schichten. Wir haben unseren Teil getan. Das Oberhaupt muss nur noch darüber abstimmen lassen. Sie wünschen sich deine Unterstützung für Ihr Gesetz. Elend steigt geringfügig. Ich habe 35 Wochen Zeit. Okay, gut. Komm, machen wir. Ich verspreche es den Glaubenhütern, wir ziehen das durch. Wir verhandeln. Dafür stimmen und dann würde ich Ihnen erlauben, dass ich ein... das ist Holzkohleaufarbeitungswerk. Forsche. 51 Stimmen brauchen wir nur. Na, geht noch fix. Sehr schön. Gut. Die sind zufrieden. Ich irgendwo auch. Kohleverflüssigung. Steigt leicht. Elend steigt leicht. Warte ich noch ein bisschen mit ab. Wie sieht es mit der Produktion aus? Ressourcen. Sie hat euch versprochen, was zu forschen für die. Holzkohleaufarbeitung. Ja, komm. Machen wir. So, die Kerne bringen wir noch erstmal langsam. Wenn wir bald ankommen, kommen die 4 Kerne an. Das ist super. Super duper. Und dann können wir einmal jetzt beim Generator. Überschussinjektor aktivieren. Wir haben den Generator verbessert und tiefe Ressourcenvorkommen erschlossen. Das ist für unser Überleben äußerst wichtig und es wird höchste Zeit. Das Wetter wird zunehmend schlechter. Wir müssen alles auf alles gefasst sein. Wir müssen überleben. So. Ermöglichen wir gerade den gesamten überschüssigen Brennstoff aufzubrauchen, um den Ertrag aller Bezirke bis zu 15% zu steigern. Je größer der Überschuss, desto höher die Ertragssteigerung. Okay. Wir haben einen leichten Überschuss, das ist das Gute. Wir haben einen Sturm? Okay. Wann denn? Alter Feind. Oberhaupt, es war nur eine Frage der Zeit. Das Wetter war ungewöhnlich lang mild, aber nun steht fest, in höheren Schichten wurde ein typischer Abfall des Luftdrucks registriert. Ein Schneesturm ist im Anmarsch. Der Wind wird für extreme Kälte sorgen. Die Wolken werden den Himmel verdunkeln und unsere Nahrungsmittelproduktion gefährden. Behausungen, Kraftstoff und Nahrungsmittelvorräte werden über Leben und Tod entscheiden. Wir müssen uns vorbereiten. Der Wärmebedarf wird während des Schneesturms stark steigen. Die Nahrungsmittelproduktion wird deutlich sinken. Wir müssen uns vorbereiten. Die Erkundung jetzt nicht angehört. Oder die Ankündigung. Sehe ich den Sturm überhaupt irgendwo? Nee, oder? Was haben wir jetzt hier? Tesla Krater. Am Ende des Tunnels fanden unsere Späher einen abgelegenen Krater, umgeben von stillgelegten Strommasten auf den steilen Klippen. Und im zugefrorenen See am Boden des Kraters sind Strukturen zu erkennen. Unsere Geologen vermuten, dass plötzliche Hitze den Schnee auf den nahen Gipfel zum Schmelzen brachte und den Krater im Tal überflutete. Was so starke Hitze hervorgebracht haben könnte, weiß wohl nur der alte Tesla. Wenn wir einen Außenposten errichten, könnten wir vielleicht die Strukturen im Eis für Ersatzteile zerlegen. Ah, warte mal ein bisschen ab. Was haben wir hier? Ruin von Tesla City. Mögliche Siedlung. Die Ruin einer Stadt, die einst für ihre technischen Wunderwerke berühmt war. Sie hat einen schlechten Ruf und wurde bereits geplündert. Dennoch fanden unsere Späher hier eine unentdeckte Kammer mit einer von einem Kohle-Öl-Umwandler angetriebenen
Rechenmaschine. Sie ist noch aktiv, doch niemand weiß, was sie berechnet. Wir können Umwandler aus- und in neue London nachbauen, wodurch die Maschine deaktiviert würde, oder ein Forschungsteam herschicken, um das Potenzial der Maschine zu nutzen. Wir kriegen zwar cool, aber es bringt halt nicht viel, die Kohle zu nehmen. Wir bauen einen Forschungsposten an und verbinden die Pfade. Ja. Ich kann ein weiteres Truppen mal rüberschicken. Brauche ich 20 Mann für 25. 20. Okay, gut, ich kann jetzt keinen weiteren rüberschicken. Macht ja alles nichts. Glaubenshüter sammeln Spenden für Bau von Genesungskrankenhaus. Oberhaupt, die Glaubenshüter haben ihre Aktivität auf einen neuen Bezirk ausgeweitet. Sie haben eine Bühne in der Nähe des Bezirkszentrums aufgebaut und halten dort regelmäßig Kundgebung ab. Bei der letzten Veranstaltung wurde in den Redebeiträgen verlangt, folgendes Gebäude in diesem Bezirk zu errichten. Genesungskrankenhaus. Wir wissen, wie es zu bauen ist und wo es hin soll. Und sind uns einig, dass wir es brauchen. Also lasst es uns bauen. Mahnt ihr Wortführer. Anschließend sammelten sie Spenden zur Finanzierung des Baus und Verpflichtung Freiwillige für den Bauarbeiten. Möchtest du den Startschuss zum Bau geben? Die großzügige Spende der Glaubenshüter an und beginnen ohne Produktion. Ja, komm. Baut das Krankenhaus, meine Freunde. Kundgebung Hochhaus Brunnbezirk. Aber die machen ganz schön viel gerade, ne? Ihr Einfluss ist immer weiter ausgeprägt hier. ich will mehr Wehrmarken haben. Für die Kundgebungen. So, super. Die Frostländer sind unzufrieden. Hören wir mal die Luftwege. Okay, alles stimmt der Idee zu, ist gut. So. Wir haben jetzt hier die neuen Nahrungsmittel, die wir anbauen können. Super. Kommt hier ein neues Nahrungsbezirk hin? Wir haben Hexenhügel erforscht, okay. Guck gleich mal nach. Kann ich noch irgendwo eigentlich noch was einbauen der Art? Nee. Ist das? Verschleiß ist auf höchstem Niveau? Was für ein Verschleiß? Hä? Was ist mit dem Verschleiß? Ich habe keinen Sinn, warum ein Verschleiß hier ist. Und wir reparieren es gerne. So, ich brauche mehr Wohnhäuser und ich brauche eigentlich nur mehr Wohnhäuser. Gibt es hier noch Orte, wo wir bauen oder als einnisten können? Nicht so wirklich. Schicken wir also noch ein paar. Eisbrecher los. So. Wir müssen uns hier entdeckt. Wo, wie, wann und wo? Mit Öl gesegnet, steigender Eifer. Oberhaupt, einige Glaubenshüter haben angefangen, in ihren Zeremonien Öl zu benutzen, im Glauben, dass uns dieses göttliche Geschenk unbeschadet durch den nächsten Schneesturm bringen wird. Die Glaubenshüter halten eine schwarze Markierung auf der Stirn als Zeichen für ihre Hingabe im Kampf gegen den Frost. Einige haben schon Pilgerreisen zum alten Dreadnought unternommen, um sich mit Öl von der Ölquelle zu segnen zu lassen. Ihre Hingabe zum Kampf gegen den Frost ist eindeutig. Ihr Eifer steigt ganz schön. Unheimlich.
So, aber ich meine, das war ja mit dem Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sehe euch nächsten Part wieder von Frostpunk 2. Dann geht's weiter, dann bauen wir ein paar Sektoren ab und um. Fügen mehr Wohnräume hinzu. Und werden neue Sachen erforschen. Und mal gucken, was da noch alles auf uns lauert. Denn die Temperaturen gehen langsam nach unten. Das könnte richtig lustig werden. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Bin sehr gespannt auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen, liken, sammeln und kommentieren. Ich sehe euch beim nächsten Mal. Und bleibt schön geschmeidig, meine Freunde. Bis bald. Tschüss.